Hallo Internet, immer wieder sehen wir Angebote im Internet. 3 GB Datenvolumen, Galaxy S7 für 9,99 Euro im Monat. Klingt erstmal ganz verlockend, aber wo ist da der Trick? Denn nehmen wir es mal so an, bei Vodafone selbst würde dieser Tarif richtig viel Geld kosten. Aber bei einem Drittanbieter im Vodafone-Netz kostet es viel weniger. Wie kann das sein? Also erstmal ist es wirklich das Vodafone-Netz. Man bekommt die 3 GB auch zu 100%. Da ist kein Fake. Ebenso wenig beim Handy. Das Galaxy S7 bekommt man wirklich für das Geld. Da ist die Abzocke nicht. Der Preis ist im ersten Jahr niedrig und steigert sich natürlich im zweiten Jahr. Die Tarife haben meistens 24 Monate Vertragslaufzeit. Aber das kennen die meisten und ist auch völlig normal. Der Trick liegt in der Geschwindigkeit. Und zwar haben diese Tarife zwar richtig viel Datenvolumen und das auch im richtig schönen schnellen Vodafone-Netz, aber in einer Sache wird man hier ein bisschen beschissen, könnte man sagen. Und zwar mit der Geschwindigkeit. Vodafone selbst verspricht bis zu 500 Mbit. Klar, das geht bislang nur in ca. 10 Städten in ganz Deutschland, aber ich persönlich erreiche in meiner 40.000 Einwohner Kleinstadt hier immerhin um die 200 bis 220 Mbit an meinem Galaxy S8 über Vodafone. Aber das geht mit solchen Tarifen von Drittanbietern nicht. Klar gibt es auch Drittanbietertarife, welche den schnellen Speed versprechen, aber die meisten begrenzen den Speed. Die meisten auf 21,6 oder 42 Mbit. Das sind Geschwindigkeiten, die wir aus 3G, also H+, kennen, also HSDPA. Aber dieser Speed ist auch im LTE-Netz dann so gedeckelt. Das bedeutet, wir haben auch Zugriff auf das LTE-Netz, aber wir können den Speed daraus nicht erreichen. Und das ist der Trick, deswegen sind die Tarife so günstig. Das war es im Grunde schon mit diesem Video, könnte man meinen. Aber wer von euch findet das denn jetzt störend, dass da so getrickst wird? Ganz ehrlich, wenn ihr das nicht schlecht findet, dann könnt ihr gerne zugreifen bei solchen Angeboten. Ganz ehrlich, habe ich nichts gegen. Aber ich persönlich, dass ich das als eine kleine Abzocke empfinde. Denn die meisten wissen nichts von diesen großen Speeds. Die meisten kennen sich da nicht aus mit den Geschwindigkeiten. Klar, man kann jetzt auch wieder argumentieren, die meisten Leute brauchen diese Geschwindigkeit ja gar nicht. Ist auch richtig, nicht jeder braucht die 150 oder 200 Mbit. Aber ich persönlich finde es schade, es wird mit Vodafone-Netz oder Telekom-Netz, ganz egal, es wird ganz groß damit beworben, das tolle Netz. Aber man erreicht nicht den vollen Speed aus diesem Netz und das ist die Abzocke dahinter, welche mir persönlich gar nicht gefällt. Deswegen bin ich persönlich auch Kunde bei direktem Vodafone und nicht bei irgendeinem Drittanbieter. Einfach nur, weil mir das nicht passt, weil mir das einfach so nicht gefällt. Ich war ja früher auch lange Zeit bei Aldi, Medion Mobile, als sie auch noch diese Speed-Deckelungen hatten. Also als der Speed gedeckelt wurde, als es noch langsam war. Das hat mir nicht gefallen, aber auch so im O2-Netz erreicht man ja nicht immer den vollen Speed. Die haben ja große Überlastungsprobleme. Das ist bei Vodafone deutlich besser. Ihr wisst es oft genug, Vodafone ist mein Lieblingsanbieter. Aber ganz ehrlich, die Abzocke. Das ist das, was mich am meisten bei diesem Video interessiert. Stört es euch? Stört es dich persönlich, dass du damit abgezockt wirst? Also in Anführungszeichen abzocke, weil sie schreiben es ja offen. Nur halt ein wenig versteckter. Oder findet ihr, dass es völlig in Ordnung ist oder findet ihr es auch störend? Würde mich mal interessieren. Und bei den Drittanbietern muss man ja noch dazu sagen, die sind ja auch so günstig. Die haben ja auch nicht so den tollen Support. Da gibt es ja viele Supportprobleme. Da kenne ich einige, die sich da regelmäßig beschweren, wenn die so einen Drittanbieter haben. Einfach nicht, weil man so den Kontakt hat, direkt zu den Serviceleuten, wie es zum Beispiel bei Vodafone selbst ist. Am genialsten ist ja, wenn das Vodafone-Netz mal eine Störung hat, ich schreibe Vodafone auf Twitter und die schreiben mir dann so Sachen wie, ja, Zelle wurde neu gestartet, teste mal neu, oder auch so Sachen wie, ja, es gab eine Beeinträchtigung, wurde wieder behoben. Und das sind klasse Sachen, sowas gefällt mir richtig gut. Und das haben die meisten Drittanbieter ja nicht. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich viel lieber noch bei den Drittanbietern bleibe. Und zwar haben diese immer noch coole Aktionen. Die Telekom hat Stream On. Dann gibt es auch noch Vodafone mit ihrem Giga-Depot oder der Giga-Garantie. Und dann gibt es O2 mit ihrem O2-Free-Tarif. Aber gut, eure Meinung interessiert mich. Ab damit unten in die Kommentare, lasst mal diskutieren. Ansonsten soll es das mit diesem Video gewesen sein und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also Leute, macht euch noch einen schönen Tag. Es scheint ja endlich mal wieder die Sonne nach der langen Regenzeit. Macht's gut. Tschüss Internet.